Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen im neuen Afrika-Laden. Ich will kurz was zu Togo Contact sagen, was, ja, was wir 2007 neben Aktion Pit dann noch gegründet haben. Wir haben jetzt erstes mal diesen schönen Afrika-Laden. Früher war es ein Togo-Laden, ausschließlich mit Produkten aus Togo. Jetzt haben wir hier auch unter anderem die ganzen vielen tollen Sachen aus Togo, die Schnitzwaren und auch Gewürze und einen super Kaffee haben wir. Können wir gerne noch probieren nachher. Aber wir haben jetzt auch ein großes Eck mit Fairtrade-Waren aus ganz Afrika, also aus Südafrika, aus Gambia, Namibia, genau. Togo Contact ist jetzt aber nicht, auch nicht nur der Laden, sondern wir bieten eben unter anderem auch die Reisen nach Togo an. Es waren, sind einige hier, die schon mit uns nach Togo gefahren sind. Ich glaube, die können alle davon berichten, dass es eine einzigartige Reise ist, die man sonst so wahrscheinlich nirgends bekommt, weil wir eben auch zu unseren Projekten fahren und dann zu den Menschen ganz nahe hinkommen, was man so in einem Reisebüro nicht buchen könnte. Also kann ich jedem wirklich nur empfehlen, da mitzukommen. Dann bringen wir unter anderem auch Bücher über Togo heraus. Vertreiben wir auch auf der Leipziger Buchmesse. Genau, was machen wir noch? Und ein großer Punkt ist auch noch Kontakt für Firmen nach Togo auf den, ja, ich sage mal, den Zukunftsmarkt Afrika zu vermitteln. Genau. Die sich da engagieren wollen, Firmen. Genau. Und da ist Togo auch ein ganz guter Einstiegsmarkt, weil es eben ein sehr ruhiges Land ist und weil es vor allem wegen dem Tiefwasserhaft in der Region eben, ganz genau. Ja.